Episode 8 Nacho Talk mit meiner Meinung nach den besten Kreisläufer, den Österreich hat, die Nationalmannschaft, sowohl auch in der österreichischen Liga. Und auch ganz interessant, einer von den wenigsten Handballspielern, die sagen können, dass sie in 6 österreichischen Bundesländern Handball gespielt haben. Ja, stimmt. Willkommen Fabian Posch. Hallo, danke für die Einladung. Ich fange ganz, ganz locker an, ganz einfach an. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Und wie hast du dich an die ganze Corona-Situation angepasst? Es geht mir gut. Angepasst ist eine schwierige Sache. Ich glaube, jeder versucht halt so gut es geht, durch das Ganze durchzukommen. Spaß macht keinen. Ich glaube, es geht auch jedem gleich, dass man Handball einfach mittlerweile vermisst, dass man die Gemeinschaft vermisst, dass man das Ganze drumherum, auch die Spieltage einfach, dass das wegfällt und auch mit der Tatsache, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, diese Unsicherheit einfach schon noch belastend ist. Aber ja, ich glaube, wir freuen uns jetzt alle, dass wir jetzt Anfang nächster Woche hoffentlich wieder zumindest in kleinen Gruppen draußen trainieren können, dass man die Leute wieder ein bisschen sieht, dass ja ein ganz kleiner Grad an Normalität wieder zurückkommt und ja, mal schauen, wie es von da an dann weitergeht. Ich weiß, dass die Frage immer ein bisschen heikel ist, was Kreisläufer und Goalies betrifft, aber wie bleibst du fit? Wie schaut heutzutage dein Training aus? Also wir haben vom Verein einen Trainingsplan bekommen, mit Lauf und so Tabata-Hit-Einheiten. Die versucht man, so gut es geht, abzuarbeiten. Muss man auch ehrlich zugeben, dass es da auch Motivationslöcher gibt, wo es einfach auch sehr schwer fällt, das zu machen, weil einfach das Ziel auch fehlt. Ich habe jetzt mit dem zweiten, oder bin gerade dabei, mir quasi ein Fitnessstudio zu Hause aufzubauen. Wir haben jetzt Langhantel mit Gewichten und so weiter bestellt. Das wird jetzt die nächsten 1-2 Tage dann auch fertig, um zumindest da was machen zu können, weil die Fitnessstudios werden das auch noch einen Monat brauchen. In den Hallen, die Fitness- oder die Kraftkammer, die der Verein hat, sind auch nicht benutzbar, dass man zumindest da wieder ein bisschen mehr machen kann. Aber es ist halt alles sehr weit weg von Normalität. Die Spusio-Liga ist abgebrochen geworden schon vor ein paar Wochen. Die haben es auch ein bisschen länger gebraucht. Meiner Meinung nach war eine richtige Entscheidung. Sie haben sich wahrscheinlich ein bisschen auch im Umfeld angehört. Deine Mannschaft, die Kremser, waren zurzeit der Abbruch am Platz 3 in der Bonusrunde. Ich würde mal sagen, weniger stabil als die letzte Saison, aber immer noch, es war alles noch offen. Wie kommentierst du die Entscheidung und wie stehst du zu die ganze Sache zu? War absolut die richtige Entscheidung. Also eigentlich alternativlos, weil es bringt niemanden, Geisterspiele durchzuführen. Das macht den Spielern keinen Spaß, das macht den Zuschauern keinen Spaß. Das ist für die Vereine wirtschaftlich katastrophal. Und somit hat es eigentlich keine andere Möglichkeit gegeben. Die Sachen, die dann dranhängen mit, gibt es einen Meister, gibt es keinen, das ist auch etwas, was ich nicht entscheiden will, auch nicht kann, weil dazu kenne ich auch die ganzen Durchführungsbestimmungen und wie das rechtlich ausschaut, einfach zu wenig. Aber wie gesagt, das war alternativlos und absolut die richtige Entscheidung. Ich habe es bereits erwähnt, Platz 3 in der Bonusrunde, Platz 3 in der Grunddurchgang. Anfang vor der Saison war auch so ein bisschen stolperig, würde ich mal sagen, nach so einer überragenden Saison letztes Jahr. Weniger stabil, weniger konstant, würde ich mal sagen. Wie siehst du grundsätzlich die Saison? Wie bist du zufrieden mit deiner Leistung und die Leistung von deiner Mannschaft? Ja, also es war relativ schwierig nach der letzten Saison, wo einfach alles funktioniert hat, waren vielleicht die Erwartungen zu hoch und vielleicht auch nicht ganz realistisch, weil man muss auch ehrlich sagen, dass wir letztes Jahr wahrscheinlich über unseren Verhältnissen gespielt haben, weil einfach jeder zu 90% der Zeit einfach die Leistung gebracht hat. Das war dann auch, dass das wieder so kommen wird, war eigentlich nicht zu erwarten. Wir haben uns unglaublich schwer getan von Anfang an, haben eigentlich nie diesen Flow bekommen, den wir letztes Jahr hatten. Dritter Platz ist immer noch gut und absolut in Ordnung. Aber es war dann natürlich auch schwierig, mit den veränderten Erwartungen dann noch umzugehen. Es war auch die Pause im Sommer ein bisschen kurz für uns, mit gerade noch Nationalteam danach.
Es waren dann nach der langen Saison mit den 5 Finalspielen alle auch im Kopf noch ein bisschen leer. Ja, man kann durchaus, also man kann nicht unbedingt unzufrieden sein, weil dritter Platz immer noch sehr in Ordnung ist. Mit den Auftritten, die wir hingelegt haben, können wir eigentlich so nicht unbedingt zufrieden sein. Wenn man eine perfekte Vereinssaison in Handball beschreiben muss, wäre die Saison von Krems letztes Jahr sehr nah dran. Meister, Pokalsieger, nicht nur das, was für mich die positivste Überraschung war, überragende Leistung, ein super tolles, modernes Handball, sehr schnell, sehr taktisch, klug. Wie hat sich das ganze Saison angefühlt? Kannst du das überhaupt beschreiben, besonders nachdem ihr den Meistertitel geholt habt? Es war ganz eigen. Also es gibt, man hat eigentlich bis zum Halbfinale eigentlich immer nur so geglaubt, ja, okay, Krems macht das, was sie halt in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben. Im Halbfinale ist dann Schluss, weil dann versagen die Nerven, spielt man schlecht, was auch immer. Und dann auch im Finale. Du gehst in das 5. Finalspiel, der Lucy ist verletzt, fällt aus, einer der wichtigsten Spieler die ganze Saison hinweg. Und niemand rechnet eigentlich so wirklich damit, obwohl du zu Hause spielst. Aber es war irgendwie so, ja, wird schon ziemlich schwierig ohne ihn. Und dass man das dann so löst, war schon überragend. In der Nachbetrachtung muss man sagen, es hat 2, 3, vielleicht auch mehr so Knackpunktspiele gegeben, wo man aber sagen muss, okay, das waren so herausragende Spiele und so ein bisschen so die Meilensteine in der Saison. Das Cup-Final Four, das man in Vorarlberg bei der Vorarlberger Vereine schlägt. Auch generell die Cup-Partie davor gegen Graz, wo wir in der Halbzeit, glaube ich, mit 6 hinten sind und am Ende mit 7 gewinnen. Irgendwie sowas. Und man war so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen wie ein Passagier. Es ist halt alles so passiert und wir haben keinen wirklichen Druck gehabt und auch keinen und selbst gemacht und dann ja, ist das halt so mehr oder weniger passiert. Ibi Staki und mehr oder weniger alle Spieler, ihr wart alle sehr diplomatisch letzte Saison, was eure Interviews betrifft und eure Aussagen. War das eine Strategie, euch in so eine Underdog-Position zu stellen oder habt ihr das wirklich so gefühlt? Und die zweite Frage, wann war der Moment, wenn du dich erinnern kannst, wann du wirklich gesagt hast, oh, puf, wir können wirklich Meister werden? Puh, also es war keine Strategie. Wir haben uns halt immer ganz einfach angeschaut gegen auch die anderen Mannschaften, hart mit einem überragenden Kader. Wir einfach mit, auch was die Planung betrifft, glaube ich, war nicht der Plan, so schnell erfolgreich zu sein, sondern das ein bisschen längerfristig aufzubauen. Und wir sind halt auch von den Zielen vor der Saison nicht weggegangen und haben gesagt, okay, wir wollen mal das obere Playoff erreichen, dann das Halbfinale erreichen. Aber im Ende, und wenn das dann geschafft ist, alles andere ist Zugabe und so war es dann halt auch. Ja, also Taktik würde ich nicht sagen. Das war schon eine Überzeugung. Und das sind auch so so Schritt für Schritt diese wichtigen Spiele, dass du zum ersten Mal in der Heugasse gewinnst seit 10 Jahren, dass du das erste Mal in Hart gewinnst seit, glaube ich, 9 Jahren, mit dem Cup, mit diesen Spielen, also so diese ganzen kleinen Musiksteinchen, die dann, wo dann das Viertelfinale, Halbfinale dann vor der Tür war, haben wir dann schon gesehen, okay, da ist was möglich. Aber es war eigentlich nie so, dass wir sagen, okay, wir haben Grunddurchgang gewonnen, wir haben das Playoff gewonnen, wir müssen jetzt Meister werden. So war es eigentlich nie. Also man hat schon gespürt, okay, das ist möglich und das wollen alle und das ziehen da auch alle voll mit. Aber es war nie so, dass man sagt, okay, wir müssen das jetzt holen. Bevor wir eine kleine Reise in der Vergangenheit machen, weil ich das eben schon am Anfang erwähnt habe, 6 Vereine, 6 Bundesländer, das muss man besprechen. Ich frage jetzt mal, ganz ehrlich, ich habe es auch, wenn die Spuso-Liga abgebrochen war, ich habe es gesagt, okay, das ist wahrscheinlich fast die einzige Liga, wo es jetzt nicht so tragisch ist, weil irgendwie habe ich immer ein Gefühl gehabt, dass vielleicht maximal 1 oder 2 Vereine wirklich Europa spielen wollen. Für euch war das jetzt, ihr seid Meister geworden, ihr habt Cup gewonnen und dann plötzlich gibt es also diese offizielle Aussage, dass Krems sich nirgendwo quasi bewerben wird. Wie schwer war das für euch Spieler? Auf der anderen Seite
könnte man auch verstehen, die Entscheidung von Verein? Es war schon schwierig. Also es war vor allem für die ganzen jungen Spieler, die noch nie Europacup gespielt haben, die unbedingt diese internationale Erfahrung machen wollen, war sehr, sehr schwierig. Ja, im Endeffekt ist es eine Entscheidung, die sehr viele Faktoren hat, von denen wir auch als Spieler in gewisse Dinge keinen Einfluss haben oder auch keine Einsicht haben. Wir wissen nicht genau, wie die Finanzen ausschauen, wie viel uns das kosten wird. Da werden sich die Verantwortlichen sicher auch die Zahlen genau überlegt haben. Aber es war schon schwer zu akzeptieren, weil es halt schon eine Belohnung ist und man sieht halt auch, was Hart dann für Gegner bekommen hat und mit diesem Riesenerfolg gegen Skjern auch da, ja, was möglich war. Ja, aber wie gesagt, es ist eine harte Entscheidung gerade für die Mannschaft zu akzeptieren. Ich bin aber auch überzeugt, dass sich der Verein das jetzt nicht leicht gemacht hat und gesagt hat, ach komm, wir machen es nicht, weil wir keinen Bock haben. Da gibt es sicher viele, viele Dinge, die da reingespielt haben, wo man sagt, okay, so ist die Entscheidung und geht nicht anders. Ich habe es bereits angekündigt, wir fangen ganz von Anfang an. Du hast deine Karriere in Salzburg angefangen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass man in Salzburg Handball spielen kann. Wie hat das alles angefangen und wie ist es überhaupt, Handball zu spielen in Salzburg? Angefangen hat es in der Schule, wie bei vielen. Mein Turnlehrer im ersten Klasse Gymnasium hat das Freifach betreut, hat dann in den ersten 2, 3 Turnstunden halt nicht ganz uneigennützig Handball spielen lassen und hat mich dann gefragt, ob ich es machen will. Ich war damals eigentlich fürs Freifach Basketball angemeldet, das parallel zum Freifach Handball gelaufen ist. Das war dann am Anfang noch so eine Lösung mit die eine Woche dort, die andere Woche dann beim anderen Sport. War aber dann relativ schnell klar, dass mir Handball mehr Spaß macht. Hatte auch in der Handballgruppe 2 Klassenkameraden, mit denen ich gut befreundet war. Und somit hat sich das dann schnell geändert in die Richtung. Und dann hat es eine Kooperation gegeben im Salzburger Handballverband, die da ein bisschen mehr Professionalität, das wäre das falsche Wort, aber ein bisschen mehr in die Schulen gehen wollten. Das waren dann 2 Jahre und dann hat es ein größeres Projekt gegeben über mehrere Schulen auch, wo die Mannschaften zusammengeschlossen worden sind, das damals der Markus Rinderthaler betreut hat, der lange Zeit Jugendleiter von Bregenz, auch Trainer der ersten Mannschaft war. Und der hat das Ganze dann schon relativ professionell aufgezogen, also wir haben phasenweise 5-mal die Woche trainiert. Und da war ein Riesenzusammenhalt, war auch eigentlich ein guter Jahrgang. Das haben halt leider manche aus Verletzungsgründen, manche aus anderen Gründen dann ja, den Handball ein bisschen hinten angestellt. Und ich war eigentlich so aus dem Jahrgang der Einzige, der da ein bisschen mehr draus gemacht hat, leider. Wenn meine Recherche stimmt, du hast angefangen oder sagen wir so in der Mitte in Salzburg, bevor du nach Bregenz gewechselt hast, als Aufbauspieler. Stimmt das so, ja, oder haben mich da irgendwie alle das verlesen? Nein, das stimmt. Also wenn man groß ist und dann gerade in einer unteren Liga, wir haben damals in Oberösterreich mitgespielt und am Ende dann in der, glaube ich, untersten Liga in Bayern, dann ist, wenn man knapp 2 Meter groß ist, dann ja, hat man schon einen ganz guten Vorteil, einen ganz guten Stand. Habe aber dann auch irgendwann mal einsehen müssen, dass ich für den Rückraum auf lange Sicht einfach auch zu behäbig und zu langsam bin. War damals noch einiges leichter, also 20 Kilo weniger gehabt. Und man hat dann irgendwann mal einsehen müssen, okay, das funktioniert so nicht. Und parallel dazu war im Juniorennational haben uns die Kreisläufe gefehlt und da hat Romas Magalinskas mich dann einfach schon im Kreis gestellt und das hat ganz gut funktioniert. Und so ist dann auch der Kontakt zu Bregenz zustande gekommen und der Wechsel zu Bregenz passiert. Du hast eh perfekt vorbereitet. Nach Salzburg, Bregenz, ein riesiger Schritt, Top-Verein. Wie hast du die Jahre in Bregenz in Erinnerung? Wie war das am Anfang für dich als junger Spieler, nach Bregenz zu wechseln und immerhin sehr erfolgreiche Jahre in Bregenz hast du gehabt? Das erste Jahr war ganz, ganz hart. Wir haben im Sommer noch die Jugend-EM in Estland absolviert. Und ich habe dann
glaube, die ersten 3 Wochen von der Vorbereitung verpasst. Bin dann auch körperlich nicht in dem Zustand, wie man in Bregenz ankommen soll, angekommen. Und im ersten Jahr oder gerade im ersten Halbjahr war es halt noch sehr viel körperlich einfach die aufzuholen. Habe einfach auch sehr viel zunehmen müssen, Kraft, Schnelligkeit, Kondition, alles irgendwie nachholen müssen. Und dann ab Jänner waren wir im HSZ. Und bei uns war es noch so, dass wir von Montag bis Mittwoch in Linz zusammengezogen waren. Das heißt, mir hat da auch wieder die halbe Woche Mannschaftstraining gefehlt. War auch nicht ganz so leicht, dann auch wirklich Fuß zu fassen. Aber spätestens im zweiten Jahr ist dann eigentlich immer besser und besser geworden, weil man da einfach diese Belastung und auch das Niveau einfach immer mehr daran gewöhnt. Und habe dann langsam aber doch meinen Platz in der ersten Mannschaft gefunden. Nach Bregenz, wo du sagen wir so ein bisschen länger geblieben bist, warst dann ein paar Jahre Tirol, ein Jahr Ferlach, dann ein bisschen West-Wien. Wenn man das so schaut, gibt es vielleicht einen Eindruck, dass du dich selber auch als Spieler ein bisschen gesucht hast oder vielleicht auch menschlich gesucht hast. Wie blickst du zurück an diese Jahre, wo du öfters Vereine gewechselt hast, immerhin innerhalb Österreich? Da haben viele Faktoren reingespielt, die nicht mehr schön waren auch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber im Nachhinein bedacht, bin ich jetzt in Krems, es ist die vierte Saison oder war die vierte Saison. Bin sehr zufrieden, bin glücklich mit meinem Leben, auch mit privat, wie das alles sich entwickelt hat. Und man kann immer zurückschauen und sagen, okay, das hat nicht gut funktioniert oder das war bitter, das war blöd oder was auch immer. Macht aber keinen Sinn, weil ändern will sich sowieso nicht mehr. Und somit bin ich jetzt einfach froh, dass ich in Krems gelandet bin und bin einfach zufrieden, wie das momentan läuft. Ich muss sagen, dass du zufrieden bist in Krems und auch außerhalb Handball sieht man auf jeden Fall am Handballfeld. Und da sind, glaube ich, alle österreichischen Handballfans sehr dankbar und zufrieden. Ich habe das auch bereits erwähnt, 6 Vereine, 6 Bundesländer, immerhin alles in Österreich. Gab es je einen Gedanke für dich, Angebote gab es, kann ich mir das sehr gut vorstellen, von Ausland, je Gedanke von deiner Seite, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt werde ich wechseln, wo noch immer das sein sollte? Es gab Angebote, es gab auch sicher interessante Sachen dabei, aber es war nie so, dass das Angebot gekommen ist und ich einfach sofort gewusst habe, okay, muss ich machen. Und bei einem Vereinswechsel spielt dann nicht immer nur Verein A und Verein B eine Rolle, sondern da gibt es einfach sehr viele Faktoren. Und es war nie so, dass ich dann sagen kann, okay, zu 100% ist es das, was ich machen will und alle anderen Faktoren passen auch super zusammen. Sondern es war eigentlich immer so, dass die Entscheidung für den Verbleib dafür einfach mehr Sachen gesprochen haben. Das haben oft die Leute auch nicht verstanden, das war mir dann aber relativ egal, weil es im Endeffekt die Entscheidung ist, mit der ich leben muss und mit der nicht, keine Ahnung, Leute, Zuschauer, Verantwortliche sonst irgendwo leben müssen, sondern das ist meine Entscheidung. Und wie gesagt, also zurückschauend gibt es ja nichts, was bereut wird und bin froh, wie das alles funktioniert hat. Ich habe in mehreren Interviews, die ich bis jetzt gemacht habe, immer ein bisschen die österreichische Liga reingezogen, dass sie ziemlich unterschätzt ist. Umso mehr bin ich froh, dass du als perfekter Beispiel bist dafür, dass wenn man die ganze Karriere mehr oder weniger in der österreichischen Liga spielt, trotzdem unfassbar gute Leistungen auch international bringen kann, was wir auch gesehen haben. Von dem her kann ich dir da nur zustimmen, dass es eben die guten Entscheidungen waren und dass man das wirklich gesehen hat, dass auch wenn man nicht nach Ausland wechselt, nur wenn man in der deutschen Bundesliga spielt, nur wenn man in der österreichischen Liga spielt, trotzdem sich international gut messen kann. Ja, also natürlich wird man, wenn man jetzt in eine Sphäre von, keine Ahnung, Nikola Willig aufsteigen will zum Beispiel,
das wird in der österreichischen Liga nicht funktionieren. Dafür brauchst du, und das hat man auch zum Teil bei der Euro im Jänner gesehen, um ganz oben anzukommen, braucht man einfach auch die Spiele auf internationalem Niveau und diese wöchentliche oder wahrscheinlich zweimal in der Woche diese Belastung, dieses Niveau, diesen Kampf, das bekommt man in Österreich definitiv nicht. So ehrlich muss man auch sein. Man muss aber auch ganz klar sagen, die österreichische Liga ist nicht so schlecht, wie es oft heißt oder wie in der Vergangenheit oft behauptet wurde. Sie hat durchaus Schwankungen von Jahr zu Jahr, was das Niveau betrifft. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir eine durchaus sehr solide und stabile Liga, wo man sich gut entwickeln kann. Wir springen jetzt von deiner Vereinskarriere zur Nationalmannschaft. Kannst du dich noch erinnern an dein Nationalmannschaftsdebüt? Datum habe ich hier, aber ich sag's dir nicht. Datum genau, das weiß ich nicht. Das war 2007 gegen Luxemburg, -1. Debüt von Markus Wagesreiter als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft, Robert Weber, 18 Tore. Datum ist 1. Juni übrigens. Okay. Ich weiß, dass das der Sommerlehrgang war, aber wie es genau war, welches Datum genau, kann ich mich nicht mehr erinnern. Wie hat sich das angefühlt? Hast du die Erinnerungen vielleicht noch im Kopf? Extrem nervös, weil halt erstes Länderspiel und es war auch der erste Nationalteam-Lehrgang für mich. Also ich war davor, was ich mich erinnern kann, eigentlich nie dabei, weil halt noch Jugend- und Junior-Nationalteam-Lehrgänge waren. Hab katastrophal gespielt, auch ganz wenig. Wurfquote 1 aus 3, 1 aus 4, ganz schlecht. Und dann verliert man halt noch gegen Luxemburg. Also ohne dem luxemburgischen Anfall so nahe zu treten zu wollen. Das war nicht unbedingt die beste Mannschaft. Und das Rückspiel am nächsten Tag war dann auch ein plus 15, glaube ich, oder sowas. War schön. War auch gleichzeitig sehr, sehr bitter. Ganz seltsames Spiel. Nichtsdestotrotz will man sowas nicht missen, weil es halt das erste Länderspiel war. Und was danach war, wir waren danach noch, glaube ich, 10 Tage in Indonesien beim Lehrgang mit dem kompletten Nationalteam. Und so diese ganze Zeit von den 2 Wochen, das sind schon sehr viele Eindrücke auf einen eingeprasselt. Du hast in mehreren Interviews schon angesprochen und auch gesagt, dass dein Verhältnis mit Patti Johannesson, um diplomatisch mich auszudrücken, nicht ganz optimal war. Ich werde dich nicht fragen für die Gründe, das ist nicht meine Sache, das, was ich wissen will. Wie hat sich das Ganze angefühlt, dass du die Spiele von der Nationalmannschaft schaust, nicht mit dabei bist, nicht mithelfen kannst? Und hast du vielleicht die Hoffnung verloren, dass du jemals wieder für die Nationalmannschaft spielen wirst? Es war komisch. Ich war zum Beispiel beim Länderspiel damals in Wiener Neustadt gegen Finnland im Publikum und du siehst halt, wie man da zu Hause gegen Finnland verliert. Was damals in der gleichen Quali bin ich dann nochmal zurückgekommen, aber was halt schon ein sehr bitteres Spiel war für den ganzen österreichischen Handball. Nach diesem kurzzeitigen Comeback für die Quali-Spiele gegen das Rückspiel Finnland und Bosnien in Wien. Ja, danach war es halt wieder schwierig und habe eigentlich mit dem Ganzen abgeschlossen gehabt. Also habe auch mit der Euro, das war für mich bis zum Trainerwechsel eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Habe auch nicht großartige Gedanken dran verschwendet. Und dann ist es halt doch alles relativ schnell und unerwartet gekommen, weil es hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass man sich 10 Monate vor Turnierstart vom Party trennt. Und dann hat niemand gewusst, wer wird, was passiert dann. Und dann ist es eigentlich relativ schnell passiert und ja, im Nachhinein Gott sei Dank. Das habe ich auch da geschrieben, zum Glück für dich und auch für die österreichische Nationalmannschaft kam Aleš Pajovic. Wie und wann hast du mit Paj über die Nationalmannschaft geredet? Wie schnell ging das alles? Das war sehr schnell. Also er ist soweit ich mich erinnern kann, ist am Donnerstag präsentiert worden als Trainer. Und wir haben am Freitag und Vormittag dann schon telefoniert, ob ich es mir prinzipiell vorstellen kann, unter welchen
Bedingungen ist das falsche Wort, unter welchen Rahmenbedingungen, auch was mein Studium auf der Fachhochschule betrifft und so weiter. Das haben wir relativ schnell abgesteckt und das hat dann auch gut funktioniert. Und ja, wie gesagt, das war im unter 24-Stunden-Fenster nach seiner Präsentation, dass wir das eigentlich schon den ersten Kontakt einmal hergestellt haben. Was hat der Paio geändert? Was hat er mitgebracht? Welche Impulse er mitgebracht hat für die Nationalmannschaft? Ja, also die letzten zwei Großereignisse vor dem Paio kann ich nicht beurteilen. Da war ich zu weit weg. Da hat er auch viel zu wenig mitbekommen. Es ist halt ein unglaublich positiver Typ, der auch im Training einfach immer gute Stimmung hat. Er weiß auch, dass Fehler passieren werden. Er ist auch einfach nicht böse. Es ist einfach so, ja, okay, Fehler passiert, weiter, nächstes Mal versuch es einfach besser zu machen. Wenn dir der gleiche Fehler halt drei oder viermal passiert, dann kann auch eher laut werden. Aber das ist prinzipiell jetzt nicht seine Herangehensweise, dass er bei jeder Gelegenheit dich halt irgendwie niedermacht oder dir deine Fehler ja schon aufzeigt, aber immer mit einem positiven Hinterton oder Grundton und nicht als Vorwurf oder sonstige Dinge rüberbringt. Und hat der Mannschaft einfach auch ein gewisses Selbstvertrauen einfach eingeimpft, hat uns einfach gezeigt, dass das viel möglich ist, wenn man das einfach über den Kampf löst, über die Emotionen, wenn einfach jeder voll da ist und jeder seine Rolle kennt und erfüllt, dann können wir erfolgreich sein. Und man muss auch ehrlich sagen, sein Debüt als Nationalmannschaftstrainer, besser kann man sich es wahrscheinlich nicht wünschen. Und das hat auch seiner ganzen bisherigen Amtszeit einfach einen sehr positiven Grundton und Grundimpuls gegeben. Jena 2020, Heim-EM, Wien-Stadthalle, die Frage stellt sich von sich selbst. Welche Emotionen bringt es zurück? Vielleicht noch ein Spur mehr, besonders für dich als für andere Spieler, als quasi dein großes Comeback. Ich glaube, es war für jeden Spieler gleich besonders. Es ist nichts Alltägliches, gerade in Österreich oder im österreichischen Handball vor so einer Kulisse zu spielen. Auch mit dem ganzen Rundherum, mit der Organisation. Es ist einfach, ja, man hat richtig dieses Handballfieber gemerkt und das hat man auch danach gemerkt, muss man ehrlich sagen. Also wenn man privat in Hallen unterwegs war, ist man schon relativ oft darauf angesprochen worden, auch von Kindern, was natürlich schön ist. Das bringt ja doch gleichzeitig jetzt wieder mit der aktuellen Situation ein bisschen die Angst, dass dieser ganze positive Impuls ja durch die Corona-Krise jetzt einfach zerstört wird, weil dir fehlt die Medienpräsenz, dir fehlen die Hallen, wo du mit den Leuten in Kontakt kommst und es bleibt zu hoffen, dass man das irgendwie konservieren kann, weil eben der ganze Jänner, die ganze Euro einfach schon sehr viel positiven Impuls für den österreichischen Handball gegeben hat. Hast du selber den 8. Platz erwartet? Schwierig. Das Riesenproblem war unser Problem. Unsere Gruppe war irgendwie so, dass du kannst Letzter werden und du kannst aber auch, wie es dann im Endeffekt war, alle Spiele gewinnen. Es war dann halt ein bisschen auch eine komische Situation vom letzten Spieltag. Du gewinnst beide erste Spiele. Kannst mit -1 verlieren. Mit dem kannst du eventuell weiter sein. Du kannst aber auch raus sein. Es ist ja, war irgendwie alles möglich, obwohl du die ersten zwei Spiele halt gewinnst. Und dementsprechend, glaube ich, sind wir auch ins Turnier reingegangen. Natürlich war unser Riesenziel, die Hauptrunde zu erreichen. Das haben wir Gott sei Dank geschafft und auch sehr souverän geschafft. Aber es war auch eben klar, dass es in alle Richtungen irgendwie losgehen kann und das hätte auch gewaltig schief gehen können. Zum Glück ist das nicht passiert. Was dann im Endeffekt dann rausgesprungen ist, ist riesig, ist sehr erfreulich. Aber ich glaube, das Hauptding, was man wirklich mitnehmen muss, ist vor allem die Vorrunde, wie man die Vorrunde, wo es halt wirklich um was gegangen ist. Weil wenn wir uns ehrlich sind, in der Hauptrunde geht es natürlich auch noch um was, aber da war das große Ziel erreicht, das war alles Zugabe.
Und wie wir die Aufgabe in der Vorrunde gelöst haben, war schon sehr, sehr schön. Aleš Pajovic hat in einem Interview für slowenische Medien gesagt über dich, dass du locker in der deutschen Bundesliga spielen kannst, wenn du das möchtest. Wie schauen die Zukunftspläne? Klar, jetzt ist alles ziemlich hart und ziemlich unklar wegen der ganzen Corona. Denkst du überhaupt über Ausland oder eher in der Richtung Bundesland Nummer 7? Weder noch, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag, bin nach dem Jahr auch mit meinem Studium fertig, sofern da nichts dazwischen kommt. Ja, und was dann passiert, keine Ahnung, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn der Vertrag fertig ist, bin ich 33, da wäre es schon relativ spät, den Sprung ins Ausland zu nehmen, weil man muss halt immer rechnen, wahrscheinlich wird es ein halbes Jahr dauern, zumindest, um sich da zu akklimatisieren. Und dann ja, hat man vielleicht dann einen Zweijahresvertrag und davon kann man 1,5 Jahre was abliefern, sofern der Körper auch mitmacht, was dann in dem Alter auch nicht mehr selbstverständlich ist. Das heißt, momentan stehen die Zeichen ganz klar auf dieses Bundesland. Wie es dann mit dem Handball weitergeht, was dann passieren wird, das ist jetzt einfach noch nicht abzusehen. Unter den momentanen Umständen noch viel weniger als generell schon. Die letzte Frage, die Frage habe ich gestellt an alle meine Interviewpartner. Ich will es unbedingt, ich hoffe, dass es für die jungen Kinder, die jungen Handballspieler und auch auf jeden Fall die Eltern vielleicht mal diese Sendungen schauen werden. Unfassbar erfolgreiche Karriere, national, international hast du als Spieler bewiesen, dass du die Qualität hast. Außerhalb Handballfelds, mit Beruf, mit Studium, sehr erfolgreich. Was ist dein Rat an alle jungen Spieler, sagen wir jetzt mal so, an alle jungen Spieler in alle 6 Bundesländer, wo du Handball gespielt hast? Was ist so dein Erfolgsrezept? An was müssen sie besonders achten? Klingt wie ein absolutes Klischee, aber Spaß. Also, wenn ich über die ganzen Stationen, noch eben die ganzen Bundesländer mich zurück erinnere, die besten Leistungen waren immer dann, wenn es einfach Spaß gemacht hat. Natürlich musste das Umfeld stimmen, muss die Mannschaft stimmen, muss der Trainer stimmen. Aber wenn es Spaß macht, dann fällt einfach alles viel leichter, dann fällt auch das Training leichter. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, man sollte sich immer einen Plan B im Kopf behalten. Da muss man auch ehrlich sagen, da bin ich zu sehr spät dran und bin auch ein bisschen zu spät zu der Einsicht gekommen, dass ein Studium halt doch nicht so verkehrt ist. Aber es kann einfach total schnell gehen. Ich bin Gott sei Dank verschont geblieben von schweren Verletzungen. Kenne aber auch genug Leute, wo das ja ganz, ganz schnell in die falsche Richtung gegangen ist und dann steht man da und hat nichts, hat kein angefangenes Studium, hat keine Berufsausbildung, keine Erfahrung und es sind auch nicht alle in der glücklichen Lage, aus einem Elternhaus zu kommen, wo man einfach behütet ist und auch eine gewisse Absicherung hat, wenn alles schief gehen sollte. Ja, das heißt Spaß und auf jeden Fall auch den Plan B im Hinterkopf haben, sich da was zurechtzulegen. Weil ja, der Weg in die deutsche Bundesliga oder zum wirklichen Handballprofi ist weit und da kann einfach viel dazwischen reinfunken, leider. Super, danke vielmals, Fabian. Danke für Immer deine Zeit. gern. Ich bedanke mich so für deine Leistung bei der Euro. Ich erinnere mich besonders an das Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Da hast du wirklich gezeigt, Ja, gut. was du drauf hast. Und ich bedanke mich nicht für deine Leistung damals gegen Bosnien, aber okay, man kann nicht alles haben. Ja, gut, man kann sich jedem recht machen. Stimmt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke sehr und bin gespannt auf die nächsten Gäste. Ja, morgen ist dann der Nikola Billig drin. Ah, sehr gut, okay, perfekt. Danke, Fabian. Passt. Ciao, ciao. Ciao.